Wassertrübung in einem See gibt dir maßgeblich vor, wie tief du die Zander erwarten kannst, gerade tagsüber. Und das will ich heute mal ein bisschen zeigen und machen. Wichtig ist echt tatsächlich, die zu finden. Dort zu fischen, wo sie sind. Das heißt aber nicht, dass das dann immer so ist. Das geht so 2-3 Wochen gut und dann verändert sich wieder was am Parameter und die Zander stellen sich wieder auf eine andere Tiefe hin. Yes, der ist besser. Das ist nämlich an jedem dieser tiefen Linien stehen ja auch Zander. Ne? Und so engst du halt quasi die möglichen Spots halt schon krass ein. Wie gut man Zander tatsächlich berechnen kann, hat der den weggeraucht. Dass du an ein Revier rankommst, das du noch nicht kennst, du siehst, dass die Gegebenheiten, ich nenne die auch Setting sehr gern, ne? Und dann hast du schon ungefähr ein Gefühl, findest das raus, angelst dich ran und schon batsch hast du auch Zander an Gewässern, die das sonst gar nicht so geläufig sind oder kannst dein Gewässer nochmal komplett anders betrachten. Freue ich mich. Beim Zanderangeln musst du präzise sein. Du musst also den Köder da anbieten, wo die Zander sich auch aufhalten und da hast du nicht viel Spielraum. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wo du ankerst und wo du angelst. Das hat weniger als mit den Strukturen zu tun, die spielen auch eine Rolle, aber maßgeblich mit dem Tiefenniveau, auf dem sie sich aktuell wohlfühlen. Faulenzen und sanftes Jiggen am Grund ist die Methode heute, die ich wähle. Und die Rückschlüsse, die ich halt anhand der Bedingungen vor Ort kriege, zeigen mir den Weg, in welcher Tiefenlinie oder welchem Tiefenniveau ich die Zander ungefähr erwarten kann. Und das ist immer die Mischung aus Gewässertiefe, Durchschnittstiefe und der aktuellen Trübung. Und die Jahreszeit spielt ja auch eine Rolle, aber Trübung und Tiefe eigentlich mehr als die Jahreszeit noch. Und dann findest du die Zander eigentlich ganz gut und kannst die recht gut berechnen. Das ist eigentlich auch der Trick, wieso ich an Gewässern, die mir nicht so dauerhaft geläufig sind, auch zum Zander finde. Und Fisch. Oh, der zweite Wurf auf der festgelegten Ankertiefe. Auch die Kleinen sind an dieses Wohlfühl. Der Kescher ist noch gar nicht ausgeklappt. Gebunden, die Kleinen. Auch die. Es ist einfach zu gut, wie gut man Zander tatsächlich berechnen kann. Vor allen Dingen in Stillgewässern. Zweiter Wurf. Wir hatten eingefalten, ne? Mein Zandergummi hier, klassisch. Und ich lasse ihn aber schnell zurück. Weil kleine Zander will ich nicht so lange an der Luft lassen. Da haben wir nur ganz kurze Zeitfenster. Bumm. Warum? Nicht, ich habe ja nicht die Tage vorher geangelt oder irgendwas, sondern das Tiefenniveau passend jetzt zur Trübung und auch zur durchschnittlichen Gesamttiefe des Gewässers, die spielt auch ein bisschen eine Rolle dabei. Und dann kannst du die echt gut einkreisen und der Rest ist einfach nur, ob sie gut drauf sind. Ne? Beißphasen gibt es auch immer. Ne? Und ja, schon bist du am Zander. Ich werfe gleich mal wieder in die Richtung. Leichter Anstieg. Ich habe mich jetzt aktuell auf 6-7 Meter hingestellt. Unten am Kantenfuß, hier geht es leicht hoch und ich stelle mir unter Wasser so eine Art Karte vor. Ne? Die werfe ich ein bisschen ab, hier ist ein bisschen flacher, da ist tiefer und dann so zwischendrin und dann habe ich sie ungefähr eingegrenzt. Und dann kann ich das Boot auch noch mal ein bisschen versetzen und dann die Tiefenlinie noch effektiver beangeln. Und die funktioniert dann auch an anderen Spots des Sees, dasselbe Tiefenniveau. Ne? Spotwechsel, aber ich bleibe auf derselben Tiefenlinie oder beziehungsweise suche sie mir wieder. Noch bin ich zu tief. Da reicht auch ein ganz einfaches Echolot oder halt irgendeine Tiefenkarte, falls es die gibt, ne, für das Gewässer, die du auch auf dem Handy als App haben kannst. Einfach nur, um zu wissen oder einfach nur zählen. Ne? Werfen und zählen, wie weit brauche ich bis zum Grund. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man komplett ohne Echolot-Technik und auch einfachste Geräte arbeitet. Habe ich mal hier verlinkt. Und ist noch zu tief. Ne? Ich bin noch jetzt nicht auf dem tiefen Niveau. Jetzt fahre ich näher ran. Und angel mir dann quasi wieder oder anker wieder ab auf der Tiefe, die ich gerade ermittelt habe, ne, wo da auch der Biss jetzt war. So bei diesen 6 Metern ungefähr. 7 Metern. Und dann fächere ich das immer so leicht parallel bleibend auf der tiefen Linie ab. Und gucke, ob hier welche stehen. 8 Meter. Sieben, fünf.
Jetzt mach schon mal einen Anker rein. Kann man auch mit dem Seil machen, ne? Es geht nur darum, dort fixiert zu stehen, ne? Wo du auch angeln willst. Technik und Köder sind bei mir immer gleich beim Zanderangeln oder sehr ähnlich, variiere da sehr, sehr wenig mit. Wichtig ist echt tatsächlich, die zu finden. Dort zu fischen, wo sie sind. Und dann ist der zweite Faktor auch, ob sie gut drauf sind. Ne? Das haben wir nicht immer in der Hand. Aber warum ist das so? Warum haben die eine gewisse Wohlfühltiefe, auf denen sie sich halt vermehrt aufhalten? Nicht alle Zander stehen dann nur dort, sondern verhalten sich vermehrt dort auf. Das ist wie je nach Lichtintensität. Die Trübung hat immer was mit der Gewässertiefe zu tun. Das ist immer in Relation mit Gewässertiefe zu setzen. Das heißt, wenn ich einen Meter Sicht habe, ist das für einen See easy. Die beißen tagsüber und dann musst du nur tief genug angeln. Habe ich jetzt einen Fluss oder einen flacheren Kanal mit einem Meter Sicht, sieht es schon wieder anders aus. Dann sind sie tagsüber nicht so griffig, ne? Weil sie nicht nach unten weg können in eine gewisse Wohlfühltiefe rein, wo es dunkel genug für die Zander ist. Das sind so meine Dekore für trüberes Wasser oder schwache Lichtsituationen. Also schwaches Licht am Grund. Ne? Heißt aber nicht, dass dunkle Köder nicht auch fangen in dunklen Situationen. Aber da habe ich immer gutes Vertrauen und gute Erfolge mit. Violett hat geliefert, auch wenn es noch ein kleiner war. Zander ist Zander. Fischli. Jetzt zeige ich mal die Trübung. Ich halte es mal rein. Ja, ungefähr 60 cm kann ich sehen, den weißen Rücken hier vom Fischli-Dekor. Und dann ist er weg. Ist für einen tieferen See eine Top-Trübung. Wir haben ja 13 Meter hier draußen. Ich angle ungefähr um die 6 rum. Also das passt so, damit ihr mal hört, so ungefähr welches Niveau ich dann habe. Ne? Quasi so die Hälfte der Tiefe aktuell tagsüber. Yes. Der ist besser. Oh. Yes! Sauber! Einfach doll. Hat der den weggeraucht. Voll angewummert. Und ja, Haken natürlich auch voll durchgewummert oben durch die Knorpelplatte sitzt. Da sieht man das hier. Der presst gerade zu das Maul, aber hat sich voll reingewummert. Also wirklich hinten gegriffen, durchgewummert oben durch die Platte. Da brauchst du bloß zurückschieben im Bleikopf. Autsch. Und dann lösen. Ja, bloß ein kleiner Rückstoß, dann ist er draußen. Wirklich ein schönes Tier. 12 Gramm habe ich jetzt dran. Und da ist er ein bisschen zackiger unterwegs, ein bisschen flotter, ne, auf so 7 Meter. Also Gewichte zwischen so 8,5, 10, 12 sind da eigentlich immer perfekt auf diesem tiefen Niveau, ne? Weil du immer gegen den Schnursegeldruck den Köder sinken hast. Ne? Und dann kannst du ein bisschen mit den Gewichten variieren, wie schneller läuft. Und es gibt da keine Pauschaltiefe, wo ich jetzt sagen kann, hey, angel mal jetzt überall da so auf 6, 7 Meter, wird schon passen. Ne? Es hängt wirklich damit zusammen, wie viel Licht kommt am Grund an. Das ist bei der Wassertrübung eigentlich das Interessante. Und die gibt halt maßgeblich vor, wie tief die Zander stehen. Und das erarbeite ich auch im Zander-Coaching mit den Klienten an ihren Gewässern. Anhand der Parameter, die ich bekomme, auch für dein Gewässer könnte ich das, wie würde ich da angeln, wo würde ich die Zander erwarten, du setzt das um und erkennst dann auch, oh krass. Aber es ist ja nicht so, dass die immer nur dort stehen, sondern das ändert sich dann auch 2-3 Wochen später wieder, dass die wieder sich woanders hinstellen. Wenn das Wasser mal trüber wird, könnt ihr auch im Herbst zum Beispiel, wenn es kühler wird, auch flach stehen. Also maßgeblich der Parameter, wie viel Licht kommt am Grund an, sorgt für diese Wohlfühltiefe, wo die Zander vor allen Dingen tagsüber zu packen hast. Die sind nachts am Jagen, weil sie in der Dunkelheit angepasst sind. Und wenn das Wasser dunkel ist, kriegst du auch am Tag, dann sind sie auch am Tag recht aktiv. Das ist auch nicht sehr schwer, ne? Und kein Hexenwerk. Wenn du den Fisch in den Fokus nimmst und dich wirklich auf Zanderangeln konzentrieren willst, ne? Und sagst, das ist mein Fokus, ich achte auf diese Parameter, ich angel dem Fisch hinterher, so wie ich das damals angefangen habe und all die Jahre jetzt schon mache, dann wirst du merken, dass das erlernbar ist. Dass du an ein Revier rankommst, das du noch nicht kennst, du siehst, dass die Gegebenheiten, ich nenne die auch Setting sehr gern, ne? Also tiefe Jahreszeit, Trübung aktuelle, und dann hast du schon ungefähr ein Gefühl, findest es raus, angelst dich ran und schon batsch hast du auch Zander an Gewässern, die das sonst gar nicht so geläufig sind, oder kannst dein Gewässer nochmal komplett anders betrachten. Hat sich gerade ein bisschen zugezogen, gerade mal Sonne weg. Gab jetzt auch keinen Biss mehr, aber das ist völlig normal, weil beim Zander, die ja nicht den ganzen Tag beißen, gibt Beißphasen, ganz normale.
bringt mich gar nicht aus der Ruhe. Ich mache mal eine Pause, esse was. Und dann auf die Dämmerung gehe ich noch mal ein Stück flacher ran. Also wenn die am Tag so bei 7 waren, ruhig mal bei 4. Erst bei 5, dann bei 4. Wenn es Licht schwächer wird, gehen die Zander ein Stück flacher. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Geil, geil, geil. Geiles Ding. Bisschen Pause machen. Entspannen, ist der See komplett eingeschlafen. Und dann wieder mal weiter angeln. Irgendwann kommt wieder einer. Muss bloß der Tiefe vertrauen. Schaut mal, wie er den schönen vorne Hops genommen hat. Angesaugt seitlich. Paff! Und dann wird das dritte Nasenloch gewummert. Nö, ist kein drittes Nasenloch. Ist perfekt gehakt. Besser geht's wirklich nicht. Und knack. Der saß. Freue ich mich. Die Pause ist kürzer, als ich dachte, gewesen, weil jetzt ist der Wind komplett eingeschlafen und die Sonne brakelt. Das ist einfach eine Wohltat, einfach hier zu stehen und zu werfen. Und kann ja auch jetzt schon wieder eine Beißphase kommen. Also in trüberen Gewässern haben die oft mehrere Phasen am Tag. Licht geht runter, Zander kommen hoch. Das ist der Klassiker. Und je trüber das Wasser, desto eher kommen sie flacher. Da muss die Sonne noch gar nicht so weit unten sein. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, meine fängigen Zandergummis, die gibt es 2023 in der Saison, wenn die losgeht, auch im Angelladen. Kannst du mal reingucken, durchstöbern, mal ein paar mitnehmen, ausprobieren, falls du sie noch nicht fischst. Also freu dich da schon mal drauf. Zusammengefasst, Wassertrübung ist immer in Relation zur Wassertiefe zu betrachten. Wie viel Licht kommt am Grund an? Und das sorgt dafür, wo die Zander sich aufhalten. Auf welcher Wohlfühltiefe. Wenn du das mit deinem Gewässer mal abgleichen willst, soll ich mal drüber schauen mit dir zusammen, falls du mit den Zandern noch haderst und die nicht richtig findest oder zumindest nur einmal im Jahr irgendwo findest und aber die restlichen Monate nicht, dann habe ich das mal hier unten drunter verlinkt. Melde dich mal bei mir, sprech mal mit mir in meinem Team, zandercoaching.de, dann können wir das zusammen angehen. Ansonsten letzter krasser Tipp noch, weil du es bis hierher geschafft hast. Es gibt Sprungschichten im Gewässer, die quasi unten drunter sauerstoffärmere Schichten haben und die Zander dann auch auf eine bestimmte Wohlfühltiefe zwingen. Und je trüber und nährstoffreicher ein Gewässer ist, desto flacher liegen diese Sprungschichten. Auch wenn das Wasser, wenn du ein tiefes Gewässer hast, das ist ja trüb. Kann es sein, dass du bei 15 Meter so Durchschnittstiefe im Gewässer oder 10 Meter die Zander bei 3, 4 Meter stehen hast? Weil eben die Sprungschichten so flach dann schon anfangen und sich auch bis in den Herbst reinhalten. In dem Sinne, check das mal ab an deinen Gewässern. Guck mal, na, wie verhält sich das da? Vielleicht erkennst du auch sehr viele Muster wieder und das macht jetzt Klick, würde mich freuen. Schreib mal in die Kommentare, na, wie das so bei dir ist. Und wir sehen uns zum nächsten Zanderfilm wieder. Und bis dahin, dickes Petri.